das Blackview den Bereich der Outdoor-Handys beherrscht, habe ich schon in einem anderen Video auf meinem YouTube-Kanal gezeigt. Heute also das BV5800 Pro aus der Einsteigerklasse. Ein schnelles Unboxing. Das Handy fällt schon mal mit dem dicken Gewicht ins Auge. Zusätzlich noch eine Displayschutzfolie und eine Anleitung mit ein paar Basisinformationen für Android. Ansonsten im Zubehör ein Paket Kopfhörer, ein USB On-The-Go Kabel, ein Ladekabel und ein Netzteil, welches bei 5 Volt 2 Ampere Ladestrom abgibt. Die Micro-USB-Stecker sind etwas verlängert, um durch die wasserdichten Buchsen zu passen. Standard könnte hier ein bisschen eng werden. Also gut drauf aufpassen. Das Handy schlägt mit 257 Gramm zu Buche. Maßgeblich, weil es schon komplett mit einem Bumper und Metallapplikationen versehen ist. Und natürlich mit der IP-Schutzklasse 6.8. Wobei die erste Zahl, die 6, für staubdicht steht und die zweite Zahl, die 8, Schutz gegen dauerhaftes Untertauchen garantiert. Im Auslieferzustand ist schon eine Displayschutzfolie drauf. Das heißt, die dabei ist, ist gleich eine Ersatzhülle. Verarbeitungstechnisch alles wieder spitze. An der einen Seite ist sogar eine Push-to-Talk-Taste, wenn die App das unterstützt. Die Rückseite, Fingerabdrucksensor, Dual-Lens-Kamera, atmungsaktive Membrane zum Luftausgleich. Sowie auf der linken Seite die Laut-Leise-Wippe und der Eintaster. Am oberen Bereich bei diesem Modell der Kopfhörereingang, welcher mit einer Klappe verschlossen ist. Diese garantiert die Wasserdichtigkeit und lässt sich mit dem Fingernagel einfach öffnen. Beim Schließen sollte man darauf achten, dass alles gut eingerastet ist. An der Unterseite der Micro-USB-Ladeport. Auch hier sollte jeweils die Dichtung richtig gut reingedrückt werden. An der Seite neben der Push-to-Talk-Taste der Dual-SIM-Card. Auch dieser ist mit dem Fingernagel rauszubekommen und kann entweder zwei Nano-SIMs oder eine Nano-SIM und eine Micro-SD-Karte aufnehmen. Bei 16 GB eingebautem Speicher würde ich das sogar zu raten. Das große neue Feature ist hier das QI-Laden. Wer also ein entsprechendes Wireless-Charging-Pad hat, braucht es einfach nur drauflegen. Und schon wird der Akku geladen. Dadurch spart man sich das Rausfummeln des Micro-USB-Ports. Ist recht angenehm. Angezeigt wird das Ganze durch die Multicolor-LED. Und natürlich an dem Akku auf dem Display. Kommen wir zu den vorinstallierten Apps. Ja, 2, 3 gefallen mir da gar nicht so. Einige Icons sind natürlich Blackview-mäßig angepasst. Dann gibt es so einen Outdoor-Hub, wo so verschiedene Sachen wie Soundmeter, Kompass, Flashlight, eine Libelle und einen Höhenmeter und sowas drin sind. Muss nicht zwingend sein, wenn das vorinstalliert ist. Und noch viel schlimmer finde ich da das Keyboard, das irgendwie Zugriff zu allem haben möchte. Da es aber auch an der Standardinstallation dabei ist, kann man es maximal deaktivieren und nicht runterschmeißen. Großes Manko für mich. Das Display für Blackview, typisch bei dieser Geräteklasse, erkennt nur 5 Finger. Die Systemanalyse zeigt, was unter der Haube so los ist.
Ein weiteres Feature ist der Splitscreen. Dadurch kann man zwei Apps zeitgleich auf dem Bildschirm geöffnet haben und parallel bedienen. So kann man eine E-Mail checken und parallel noch YouTube gucken. Tolle Sache. Der eingebaute Quad-Core-Prozessor mit den 2 GB RAM haben jedoch so ein paar Nachteile. Gut, auf der einen Seite, man bekommt für etwa 190 Euro ein absolut outdoor-taugliches Gerät. Da will man wahrscheinlich nicht die letzten, besten und tollsten 3D-Spiele spielen. Weil man möchte einen schnellen GPS-Fix haben, wissen, wo man ist und sich auf das Handy auch verlassen können, um Nachrichten zu schreiben oder für den letzten Anruf, wenn man irgendwo im Auto ist. Aber auch der App-Start ist ein bisschen langsam. Also man bekommt hier nicht das, was man für die 400-Euro-Klasse kommt, wo ein P25 verbaut ist oder ähnliches, mit 6 GB RAM. Das ist natürlich klassenbesser. Aber wir sind hier auch nur in der Hälfte der Preisklasse. Als für ein China-Handy gut, entpuppt sich die Dual-Kamera. Natürlich nicht zu vergleichen mit irgendeiner Leica-Kamera, die jetzt verbaut wird, oder den Dual-Lens von Apple. Wer fototechnisch hier nicht in die Extreme geht, also in dunklen Räumen oder sowas fotografiert, wird mit den Aufnahmen recht zufrieden sein. Das gleiche gilt übrigens für die Videoaufnahmen. Was ist also mein Fazit? Wer ein Handy sucht, was ruhig mal runterfallen kann, in Extremsituationen anstößt, nass wird oder ähnliches, und wer damit nicht die letzten 3D-Spiele spielen möchte, der kann hier mit 200 Euro einen guten Schnapper machen. Und speziell, wenn es irgendwie im Angebot ist und nochmal um 20 Euro dazu fällt. Wer jedoch mehr Power sucht und wer spielen möchte, vielleicht ist doch ein anderes Handy besser geeignet.